Buchstaben schreiben oder einen Strich malen. Hände hoch, Daumen runter oder in die Luft springen. Ein Blatt tackern, einmal atmen, schnipsen, einen Ton singen. Blinzeln, schmatzen, kratzen und fratzen. Machen etwas Neues, lernen, kreatives Entfachen. Eine Kerze auspusten, ein Geldstück verlieren. In diesen kurzen Momenten kann das alles passieren. Eine Sekunde, eine Minute, ich brauch mehr Zeit. Eine Stunde hätte mir sowas von gereicht. Eine Unendlichkeit vergeht mit jedem Wimpernschlag. Es fühlt sich so schnell und manchmal doch so langsam an. Dieses Größerwerden kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Für mich kann es schon losgehen, sag mir, wann ist es soweit? Die Zeit steht still, für mich, für die anderen geht sie weiter. Ich kann nicht ruhig sitzen bleiben, außer mir kann es keiner. Ob bei Klassenarbeiten oder den Hausaufgaben. Warum dauert so lange? Ich kann es nicht mehr ertragen. Diese Zeit geht nicht rum, ich schaue ständig auf die Uhr. Doch die Zeiger bleiben stehen, verhalten sich stur. Tick, tack, tick, tack, ich kann's nicht verstehen. Warum drehen sich Zeiger, warum bleiben sie stehen? Manchmal hab ich zu viel Zeit, mal hätte ich gerne mehr. Die Regeln sind klar und nicht zu umgehen. Eine Sekunde, eine Minute, ich brauch mehr Zeit. Eine Stunde hätte mir so was von gereicht. Eine Unendlichkeit vergeht mit jedem Anschlag. Es fühlt sich so schnell und manchmal doch so langsam an. Doch ab und zu sind Momente mein größter Feind. Für schöne Dinge hab ich einfach keine Zeit.